Ausstellung zu sehen. Georg Kreisler, der Großmeister des schwarzen Humors, ist derzeit in Wien. Mitgebracht hat er diesmal keine neuen Chansons, sondern seine erste Oper. Der Aufstand der Schmetterlinge wird am Samstag in den Sophiensälen uraufgeführt. Der 78-jährige Kosmopolit mit Wiener Ursprung wollte schon als Kind Musiker werden. Als Barpianist und Arrangeur schlägt er sich nach der Emigration in die USA durch. In den 50er Jahren kommt er wieder nach Wien und prägt zusammen mit Qualtinger, Bronner, Wehle und Merz das Wiener Kabarett. Später verlegt er seinen Protest nach Noten nach Berlin und Basel. Hunderte Lieder und Chansons sowie Gedichte und Bücher, Musicals, Hörspiele und Theaterstücke hat Georg Kreisler geschrieben. Auf die erste Oper darf man gespannt sein. Schau, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau. Geh mal Tauben vergiften im Park. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau. Geh mal Tauben vergiften im Park. Ich bin kein böser Mensch, glaube ich. Ich versuche es jedenfalls nicht zu sein. Bös, sind wir alle miteinander. Das steht schon lange fest. Das Schwarze ist vielleicht ein bisschen eine Masche. Ich will mich nicht mehr benehmen, will mich nicht mehr bezähmen, will auch nicht mehr im Verborgenen blühen. Meine Damen und Herren, ich bin ein Narr. Ich war schon immer ein Narr, ich habe es nur nicht immer gewusst. Aber ich habe schon immer meine Fantasie für die Wirklichkeit gehalten, wie alle Narren. Und die Wirklichkeit war für mich eine bedeutungslose Illusion. Und ich habe geglaubt, das geht allen Leuten so. Ja, ja, nun es ist zu spät. Na, das kann nicht sein, ich war wirklich wahr. Lass ich ganz allein, Barbara, Barbara, nun ist es zu spät. Kunst ist nicht zum Trost da, die Kunst ist negativ, um Positives zu bewirken. Wie schön wäre meine Wien. Ohne Wiener, nur einmal möchte ich es so sehen. Ich muss mich ja selber zu den Wienern rechnen, die ich kritisiere. 1922 als einziger Sohn eines Anwalts in Wien geboren, musste Georg Kreisler aufgrund seiner jüdischen Abstammung 1938 in die USA emigrieren. Dort arbeitete er als Klavierlehrer und Barpianist. Seine eigenen makabren Lieder wurden zensuriert und stießen beim amerikanischen Kabarettpublikum auf Unverständnis. Obwohl er in Hollywood sogar viel Musik für Charlie Chaplin komponierte, war er mit seinem Werdegang nicht glücklich. Ich wollte immer Dirigent werden und ich wollte auch immer Theaterdirigent werden. Doch die Gelegenheit zum Dirigieren bot sich selten. Umso ironischer durchleuchtete er als Kabarettist die Mechanismen der Musikszene. Es ist schon so, wie ich es gesagt habe, die Kritiker kritisieren alles, außer sich selber. Und wenn dann einer einmal sie kritisiert, dann sind sie böse. Aber heute findet jede Zeitung größere Verbreitung durch Musikkritiker. Und so habe auch ich die Ehre und mache jetzt Karriere als Musikkritiker. Ich habe diesen Posten schlau erbeutet und ich hasse nichts so wie Musik. Und dass mir Musik so nichts bedeutet, zahle ich jetzt den Musikern zurück. Seit seiner Rückkehr nach Europa 1955 hat Georg Kreisler mehr als 1000 gesellschaftskritische Lieder geschrieben. Aber auch als Buchautor beschäftigt er sich bissig satirisch mit Phänomenen wie Schadenfreude und Todessehnsucht der Wiener. In einem Haustor, gut geschützt, steht ein junger Historiker und wartet. Er ist stets warm angezogen, denn die Gasse ist eng und dunkel. Wenn ein Körper geflogen kommt, sagt der Historiker, na also. Es hat keinen Sinn, auf Sprache zu bauen, die Zeiten sind vorbei. Also widmet sich der wandlungsfähige 78-Jährige jetzt einem neuen Metier, der Oper. In Der Aufstand der Schmetterlinge begegnen sich ein Komponist und ein Autor in Afrika. Gemeinsam schreiben auch sie an einer Oper, die dann allerdings keiner aufführen will. Noch im Altersheim trauern sie dem Misserfolg ihres Lebenswerks nach. Die Partitur liegt unter meiner Matratze. Dort sollen sie wohl auch bleiben. Die Scala in Milano
hat sich abgelehnt. Abgelehnt, abgelehnt. Die Staatsoper in Wien. Anders als in ihrem Stück hat es im wirklichen Leben geklappt. Michael Scheidel von Netzzeit hat sie zu diesem Projekt überredet. Am Samstag ist Uraufführung. Sind Sie schon aufgeregt? Natürlich bin ich aufgeregt, so klar. Also überredet ist ein bisschen zu viel. Ich habe es ja sehr gern geschrieben. Es hat nicht viel Überredungskunst gebraucht. Ich habe ja immer, meine Liebe war immer das Theater und nicht das Kabarett. Also ich habe auch viele Theaterstücke, wie Sie ja wissen, geschrieben und so weiter. Also Oper, es war für mich was Neues und Neuem bin ich immer aufgeschlossen. Aber dieser Georg Kreisler, der eigentlich nur seine Hände, ein Klavier und seine Stimme gebraucht hat, ist jetzt abhängig von den Sängern, vom Orchester, vom Regisseur, vom Dirigenten und von dem so geschmähten Musikkritikern. Es hat auch seine positive Seite. Ich sitze im Theater und mache nichts und die anderen arbeiten. Und sind Sie entspannt oder? Nein, nein, ich gehe natürlich mit, wenn die arbeiten, ist klar. Also wenn man sagt, ich mache nichts, so stimmt das nicht ganz. Sie wollten ja unbedingt Dirigent werden. Ich habe gelesen, dass Sie schon in Ihrer Jugend sich von Taschengeld Klavierauszüge gekauft haben. Sie haben dann Musik und Musiktheorie auch studiert. Das wäre jetzt eine Gelegenheit, Ihr eigenes Werk auch zu dirigieren. Warum verzichten Sie darauf? Ja, ich finde es ganz gut, wenn andere Leute das Interpretieren meiner Sachen machen. Ich muss es nicht immer alles selber machen. Und ich halte mich auch nicht für einen wahnsinnig begabten Dirigenten, im Gegensatz zu dem Dirigenten, dem Alexander Turca, der diese Oper jetzt macht. Das war also eigentlich eine Liebe. Was mehr war eine Liebe? Das Dirigieren, mehr eine Liebe als eine Berufung. Es war eine Liebe als eine, ja, man muss auch zugeben, dass man in manchen Dingen unbegabt ist. Ich halte mich als Dirigenten für unbegabt, aber sonst eigentlich ganz begabt. Und was fasziniert Sie so an der Oper? Was kann die Oper, was die anderen Kunstgattungen, die Sie ja beherrschen, nicht können? Die Oper ist, also vor allem wenn man sie schreibt, ungeheuer befriedigend, weil man ja alles exerzieren kann, was man will. Man kann seine musikalischen Vorstellungen zusammen mit den Texten, zusammen mit der Handlung, mit der Dramaturgie, mit dem Bühnenbild und den Kostümen, die man sich vorstellt, das kann man alles in einem realisieren und es dann den anderen überlassen, es zu realisieren. Also es ist schon faszinierend. Ich würde auch gerne noch eine schreiben. Das ist das Gesamtkunstwerk doch, das Sie da ja fasziniert. Genau, aber bitte nicht wie Wagner, sondern wie ich. Kann ich mir vorstellen. Ja. Oper, dieser Zusammenklang von, eben wie Sie gesagt haben, Bild, Ton, Sprache, Körper. Auch die Themen sind natürlich bei der Oper immer Liebe, Tod, Eifersucht. Gibt es bei Ihnen auch viel im Stück? Eifersucht. Morde aus Eifersucht sogar? Also Sie gehen da sehr extrem in die klassische Opernthematik hinein. Es kommt in diese Oper, ist niemand tot, es stirbt niemand, es sterben Leute, aber sie wachen wieder zum Leben auf. Es ist eine satirische Oper, der Aufstand der Schmetterlinge ist ja auch satirisch gemeint. Es ist eine komische Oper und das sieht man eigentlich verhältnismäßig selten. Also ich freue mich, dass gar in den Sophiensälen wird die Oper aufgeführt und das ist sehr schön. Verfolgen Sie, was sich so tut an zeitgenössischen Opern? Natürlich. Gehen Sie gern? Natürlich. Vor allem zeitgenössische Opern. Die alten Opern schaue ich mir weniger an, erstens, weil ich sie schon kenne und zweitens, weil ich die Inszenierungen heutzutage nicht besonders schätze. In welcher Richtung? Was meinen Sie? Zu viel, unter Anführungszeichen, Regietheater? Zu viel Vermeidung des Originals, zu unwerktreu oder zu wenig. Also ich finde zum Beispiel, also Zauberflöte als Zirkus gemacht, finde ich verfehlt. Ich finde den Wagner in modernen Kostümen verfehlt und so weiter. So konservativ sind Sie da? Ja, in der Beziehung schon. Also ich meine, ich glaube nicht, dass der Wagner einverstanden wäre, wenn er heute lebte. Und ich glaube, er würde vielleicht so ähnlich schreiben, wenn er heute lebte. Wie geht es Ihnen mit dem Kabarett? Verfolgen Sie noch, was sich im Kabarett tut? Wie schätzen Sie das ein? Wen eigentlich, schätzen Sie? Eigentlich nicht. Mhm. Ich werde immer als Kabarettist bezeichnet, aber ich habe vor 45 Jahren, das ist jetzt her, 6 Monate lang einem Wiener Kabarett-Ensemble angehört und seitdem eigentlich kaum etwas dergleichen gemacht. Ich glaube nicht, dass meine Liederabende sehr kabarettistisch waren, wenn man von Kabarett ausgeht. Also, aber trotzdem, ich werde nach wie vor, ich muss damals einen ungeheuren Eindruck auf die Leute gemacht haben, auf die Journalisten zumindest.
Naja, das war ja auch nicht irgendein Wiener Kabarett. Das war schon eine ungeheure Sache damals. Naja, ich war nicht sehr glücklich da. Ich hätte es mir aggressiver gewünscht. Es hat doch, das Programm hat ja Plattl vor Mund geheißen, das war gleichzeitig eine Zeitungsspalte. Also man hat sich schon ein bisschen angepasst der Regierung und den Moden der Zeit. Man war nicht anti, man war nicht anarchistisch in irgendeiner Weise, also gegen die herrschenden Zustände, sondern man hat sich angepasst. Und das hat mich enttäuscht und deswegen bin ich eigentlich auch bald davon weggegangen. Trotzdem leben die Sachen immer noch heute. Man hat das Gefühl, die haben heute auch noch Sprengkraft. Also irgendetwas muss ja drinnen gewesen sein, was das schon besonders gut gemacht hat. Was lebt noch? Ich weiß nicht, was noch lebt. Liederpointen. Es ist einfach legendär. Ja, Gott, legendär wird man in Wien bald. Das ist nicht schwer, man braucht nur 20 Jahre warten, schon ist man legendär. Also das ist keine große Kunst. Ich glaube nicht, dass es, also zum Beispiel, wenn Sie von Taubenvergiften sprechen, das war ja ein aggressives Lied. Es war ja verboten, es war in Funk und Fernsehen total verboten. Die Leute waren entrüstet darüber, weil es ein Wiener Lied war, weil man den Wiener in seiner Gemütlichkeit entlarvt hat. Das ist ja heute überhaupt nicht mehr der Fall. Mittlerweile haben Qualtinger und Hell und andere viel mehr gemacht und viel aggressivere Wiener Lieder geschrieben als das damalige. Also wenn Sie sagen legendär, so ist das schon das Gegenteil von Kabarett. Diese Konsequenz, diese unerbittlich bleiben, unbestechlich bleiben, ganz konsequent sein Leben lang eigentlich das machen, was in einem drinnen ist, egal ob das ankommt, egal ob das Leute schockt oder schreckt, das ist schon etwas, das Sie auszeichnet. Was würden Sie sagen, wie würden Sie definieren, was ist der rote Faden, der sich durch Ihr Leben zieht? Was ist das Leitmotiv, wenn es eines gibt? Also es ist keine Tugend, sondern man kann einfach nicht anders. Mhm. Ich bin nicht in der Lage, mich anzupassen irgendwelchen Moden. Aber nicht, weil ich so aggressiv bin, sondern weil ich einfach nicht in der Lage dazu bin. Ich kann es nicht. Es ist nicht etwas, was ich mir vornehme, da muss ich jetzt dagegen sein, da muss ich jetzt irgendwie etwas herausarbeiten. Gar nicht. Man tut, was man muss, was man eigentlich gezwungen wird zu tun. Sie haben zu Ihrem 75. Geburtstag einen offenen Brief geschrieben, in dem Sie sich alle Ehrungen, alle Auszeichnungen von Wien und von Österreich ganz konsequent verbeten haben. Nein, das stimmt nicht. Nicht alle Ehrungen und alle Auszeichnungen, sondern ich habe mir verbeten, dass die Regierenden, die Regierung mir gratuliert. Alle offiziellen Ehrungen. Offiziell, also wenn mir privat jemand gratulieren will, freue ich mich, so ist das nicht. Aber nur diese offiziell, wenn man auf einer Liste steht von Leuten, die im Interesse der Republik Österreich sind, denen muss man zu runden Geburtstagen gratulieren. Ganz egal, was die machen, egal ob die im Armenhaus sind oder was immer, man gratuliert ihnen. Und das habe ich ein bisschen beschämend gefunden und auch falsch gefunden. Und deswegen, nachdem mir zum 50., 60., 65. und 70. immer wieder vom Bundespräsidenten hinunter, außer Präsident Waldheim, da war man feinfühlig genug, den wegzulassen. Also da hat man immer gratuliert, formell gratuliert, habe ich gesagt, ab 75 hören wir auf damit. Wie ist Ihr Verhältnis zu Österreich jetzt? Ich bin in Wien geboren, meine Eltern sind in Wien geboren, ich bin als Wiener aufgewachsen. Ich habe mit 16 Jahren Wien verlassen. Das sind aber Wurzeln, die man ja nicht leugnen kann und auch gar nicht leugnen möchte. Ich bin aber kein österreichischer Staatsbürger. Ich habe damals die österreichische Staatsbürgerschaft verloren. Bin Deutscher geworden, bin nach dem Krieg nicht wieder Österreicher geworden. Auch nicht automatisch wie diejenigen, die hier geblieben sind. Und bin jetzt amerikanischer Staatsbürger, aber die Wurzeln bleiben. Und ich spreche den Dialekt und ich fühle mich hier einigermaßen zu Hause, aber nur einigermaßen. Kommen immer wieder hierher, machen ein Projekt und sind dann immer wieder weg und leben in Basel. Ja. Georg Kreisler, 78 Jahre. Was würden Sie sagen, sind Sie milder oder wilder geworden? Ja, beides. In Kleinigkeiten wahrscheinlich milder und in großen Dingen wahrscheinlich wilder. Also ich bin sehr unzufrieden mit der momentanen politischen Situation in Österreich. Und da kann ich sehr wild werden, aber nicht jetzt natürlich, jetzt freue ich mich, dass ich Sie sehe. Und milder in persönlichen Beziehungen. Ich bin nicht böse auf irgendjemand. Ich weiß niemanden, auf den ich sehr böse bin. Es wird im April eine Tournee wieder von Georg Kreisler geben, mit Liedern nehme ich an.
Ja, also gelegentlich, nur gelegentlich mache ich mit meiner Frau Barbara Peters zusammen Tourneen. Das sind alles alte Lieder, sogenannte kabarettistische Lieder habe ich schon jahrelang nur ganz wenige geschrieben. Also das sind eine Art Nostalgietourneen, Lieder der 50er und 60er Jahre, die führen uns nach Deutschland und in die Schweiz. Und ich glaube, am Freitag wird es im Antiquariat Buch und Wein im 4. Bezirk noch vor der Premiere eine Lesung geben. Was ist da am Programm? Es kommt ein neues Buch von mir heraus, das heißt, wenn ihr lachen wollt, das wird jetzt in den nächsten Wochen zu haben sein. Und aus dem werde ich lesen in dieser Buchhandlung. Aber nicht vergessen, die Oper, der Aufstand der Schmetterlinge in den Sophiensälen, Uraufführung am Samstag. Und dann kommen noch weitere 4 Aufführungen bis zum 22. November. Ich danke Ihnen sehr herzlich, danke. Georg Kreisler. Danke fürs Kommen. Toi, 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 wir sind mit Ihnen aufgeregt. Und Kreisler singt auch Kreisler. Sandra Kreisler singt unbekannte Chansons von Georg Kreisler am 22.11. im Orpheum in Graz und am Montag, den 11. Dezember im Flottencenter in Wien. Was steht im ersten Teil heute noch auf unserem Programm? Ein kurzer Überblick.